Hi, heute werden Druckdaten für ein Rollup erstellt und das in Adobe Illustrator. Ich zeige dir die Gestaltung und gebe dir ein paar Tipps für eine professionelle Aufbereitung für den Export. Wir erstellen ein neues Dokument über Datei, Neu. Wir wählen im oberen Reiter den Bereich für Druck aus, stellen die Einheit von Millimeter auf Zentimeter und geben die Werte für unser Dokument an. Die Standardmaße für ein Rollup sind 85 cm x 200 cm. Ein Rollup benötigt in der Höhe zwangsweise mindestens plus 10 cm. Diese Zugabe gewährleistet, dass dein Druckbild ausgerollt vollständig zu sehen ist. Andere Einstellungen sind an der Stelle nicht mehr zu machen und wir drücken auf Erstellen. Jetzt füge ich mit Drag and Drop meine ersten zwei Grafiken ein und setze eine Grafik an die obere und die andere Grafik an die untere Stelle. Als nächstes erstelle ich ein Textelement und zentriere den Text mittig. Dann ändere ich die Schriftart auf Montserrat Bold. Jetzt dupliziere ich mein Textelement und ergänze somit alle fehlenden Texte. Alle Textelemente ordne ich passend nach meinem Geschmack an, sodass das Gesamtbild stimmig ist. An diesem Punkt erstelle ich ein Rechteck, das in der Höhe 10 cm misst und platziere das Rechteck an der unteren Kante des Dokuments. Jetzt sehe ich genau, bis wohin ich meine Textelemente platzieren kann, ohne dass diese im Rollup-System verschwinden. Die Gestaltung ist jetzt beendet und ich bette noch die Grafiken ein und wandle alle Textelemente in Pfade um. Ich lösche noch das Rechteck raus und jetzt kann die Datei als PDF exportiert werden. Dazu gehen wir auf Datei, Speichern unter. Unsere Datei braucht jetzt noch einen Namen und wir klicken auf Speichern. Bei den PDF-Einstellungen ändern wir die Vorgabe auf PDF X3 und klicken danach auf PDF Speichern. Zur Kontrolle öffne ich die PDF und schaue mir das Endresultat an. Wie erwartet, fehlerfrei. Und so erstellst du eine fertige Druckdatei für ein Rollup-System. Ich freue mich auf das nächste Tutorial und bis dahin habt eine schöne Zeit.